Die US-Schauspielerin Kirsten Dunst äußert in einem Interview ihre Sorgen über die aktuelle Entwicklung in den Vereinigten Staaten. Besonders besorgniserregend findet sie die Verbreitung von Schusswaffen und die damit verbundene Gefahr für sich und ihre Kinder. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Kirsten Dunst, bekannt aus zahlreichen Hollywood-Filmen, darunter auch der Thriller Zivil war, zeigt sich besorgt über die zunehmende Waffengewalt in den USA. In einem Interview mit der Bunten äußert die 42-jährige Schauspielerin ihre Ängste hinsichtlich der Sicherheit ihrer eigenen Kinder. Sie erklärt, dass sie sich nicht mehr unbefangen mit ihren Kindern im Park bewegen könne, da sie ständig die Angst habe, dass sie Opfer von Schusswaffen angegriffen werden könnten. In Zivil war verkörpert Dunst eine skrupellose Kriegsfotografin in einer gespaltenen Nation der Zukunft, in der ein US-Präsident illegal eine dritte Amtszeit an sich reißt. Angesprochen auf mögliche Parallelen zur Realität, äußert sich Dunst besorgt über die Lage in den Vereinigten Staaten. Insbesondere die Rückschritte bei den Frauenrechten und die zunehmende Bedrohung durch Schusswaffen bereiten ihr große Sorgen. Die Schauspielerin erinnert an den schockierenden Amoklauf an der Grundschule von Sandy Hook im Jahr 2012, bei dem 20 Kinder und 6 Lehrer getötet wurden. Trotz solcher Tragödien habe sich laut Dunst in Bezug auf die Waffengesetzgebung in den USA seitdem wenig geändert. Diskussionen über eine Verschärfung des Waffenrechts verlaufen oft im Sande, da sie an den Republikanern und der mächtigen Waffenlobby scheitern. Und jetzt gib mir mein Futter oder ich besuche dich um 3 Uhr nachts und schaue dich böse an. Und lass mir ein Abo da.